Und weiter geht es mit Pokémon Perfect Platin in der Schleie der Arena. Wir werden erstmal jetzt gucken, dass wir hier noch ein paar Boxsäcke verschieben. Damit wir weiter Richtung Arena-Leiter kommen. Ach ne, hier war ja falsch. Ich muss erstmal wahrscheinlich unten lang gehen nochmal. Nein, auch nicht. Komisch. Wo muss ich dann lang? Hier komme ich nicht durch. Der Typ da ist mir auch nicht durch. Oder muss ich die Arena neu betreten? Sarah, war ziemlich blöd jetzt irgendwie. Ach, mach ich einfach mal. Muss ich noch ein paar Boxsäcke neu verschieben. Von daher nicht so tragisch. Ja, verschieben wir es halt nochmal neu. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Soll vorkommen. Auf jeden Fall nerven uns jetzt die Typen da nicht mehr. Ich habe schon wieder den von der falschen Seite geschoben. Oh Gott. So, da links lang ging anscheinend der nicht weiter. Oder übersehe ich da die ganze Zeit, dass ich da weiter kann? Ich weiß es nicht. Ich habe echt das Gefühl, dass ich das Ganze immer übersehe. Aber nö, hier kommt man nirgendwo hin. Wozu ist der Abgang dann? Ich weiß es nicht. Naja, verschieben wir die Sachen mal kurz neu. Ist ja nicht so tragisch. Vor allem können wir dann jetzt auch hier rüber. Und so, dann kommen wir da auch weiter. So, nochmal kurz die Sachen neu verschieben. Einfach alle Reifenstapel umschmeißen. Ist nur Reifenstapel, oder? Sind es Gewichtsstapel? Das ist mehr als die Reifen. Was auch immer Reifen in der Kamparena sollen, aber naja. Ist ja auch egal, will mich ja nicht beschweren. So, jetzt gehen wir hier lang. Und sehen direkt wieder so ein lustiges Netzwerk. Das werden wir erst nach oben schieben. Damit nämlich genau nichts passiert, weil es nicht rankommt. Auch gut. Ja, also einmal im Kreis schieben, damit wir unten den Stapel da wegkriegen. Oder? Es geht doch damit weg, ne? Müsste aber eigentlich. So, und weg, du Stapel. Sehr gut. Der ist dann unbrauchbar. Also wir schieben den hier jetzt nach oben. Dann ist er ganz oben. Ach du Scheiße. Okay. Dann müssen wir diese nach rechts verschieben. So. Und gegen diesen Trainer kämpfen. Der letzte wahrscheinlich dann von den Vieren. Ja, ja, wir hatten schon drei Trainer gemacht, also klar. Und der kämpft für Tränen. Okay, warum kämpft er für Tränen? Ja, also Mut, Hoffnung, Liebe und der Tränen. Toll. Sehr motivierter Typ. Oh, Scaraborn. Ich weiß, es ist Selbstmord, was ich jetzt mache, aber ich mache es trotzdem. Der ist schneller! Warum ist er schneller? Oh, warum ist er schneller als Saskia? Das gibt's ja nicht. Beschiss. Ach, was soll's. Dumme, hau rein. Kann ich gar nicht nachvollziehen, warum der schneller ist. Das finde ich jetzt voll ungerecht, aber ganz ehrlich. Ich habe Scaraborn echt nicht so schnell in Erinnerung. Okay, so schnell ist Vulpix auch nicht, aber... Trotzdem. Naja, gut, was soll's. Auch nicht schlimm. Ach, und der hat Hunger. Ja, du weinst zu viel. Tut mir leid. Du hast deine ganze Energie verschwendet. So, ich werde aber nicht heilen gehen, weil unnötig einfach. Einfach unnötig heilen zu gehen. Ich belebe einfach wieder. Und dann passt das. Und für den Kampf gegen, wie ist sie jetzt gleich schon wieder? Hab ich noch vergessen. Hilda. Werde ich auch direkt Domme nach vorne setzen, damit es schnell vorbeigeht hier. Und ja, ich werde nicht Ewigkeiten jetzt hier rumtrödeln. Soll schnell vorbei sein, der Kampf, damit wir hier auch schnell raus sind aus der Arena. Und weitermachen können, weil wir haben schon so viel Zeit vertrödelt inzwischen, das ist unglaublich. Ja, falsche Seite, ich weiß, danke. Und einmal da stupsen. Stups. Und bitte noch weiterschieben. Dann machen wir da das Ding kaputt. Wozu auch immer, weil es unnötig ist. So, werte Hilda, wir kämpfen jetzt. Hallo, freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich bin Hilda und ich bin die Arenaleiterin. Ich weiß nicht wirklich, was es heißt, stark zu sein oder wie ich heute Arenaleiterin geworden bin. Aber ich werde das Beste, was ich tun kann, als Leiterin. Ich nehme Kämpfen wirklich sehr ernst. Also, wenn du bereit bist. Ich bin bereit, wir können gerne kämpfen jetzt. Gegen Maylene, Hilda, whatever. So, mal gucken. Was hat sie denn? Ein Mediti. Auf Level 32, okay. Ich tippe, der stärkste Pokémon ist Level 36. Wer wettet dagegen? 36. Oh, oh Mann.
32 ja schon höher als mein Team. Na, mal schauen, was das wird. Das wird spaßig. Das wird sehr spaßig. Ich sehe es jetzt schon. 4 Angriff, heiliger. Maschok, ich tippe auf 34. 33, okay. Okay, dann könnte der Stärkste auf 35 sein. Nicht auf 36. Ich glaube eher auf 35 ist das Stärkste. Ah, reicht mir trotzdem noch. Ach, okay, Critical Hit. Dann sowieso. So, jetzt kommt der Spaß. Lucario. Ich tippe auf 35, wie gesagt. Kampfstahl. Am besten wäre jetzt echt Vulpix. Das ist die Ironie dran. Aber Vulpix verreckt mir sofort. Obwohl ich unbedingt... Lucario ist mehr oder weniger ein Spezialangreifer. Ich setze das hier mal ein. Und guck mal, was ich ausrichten kann. Vielleicht bringt's ja was. 35? 37! Boah! Hilfe! Okay, ja. Konfusstrahl. Das ist Kraftwelle, das ist... speziell. Ich überlebe es aber auch. Okay. Also Irrlicht bringt nicht so viel, weil... ja, der Gegner ja speziell angreift. Ja, ich mache mal Flammenwurf, vielleicht kriege ich ja durch. Ich kriege es sogar durch, vielleicht bringt es ja doch einiges. Lass mal schauen, weil Lucario ist ein Stahl-Pokémon. Ah, lass mal sehen. Oh, das ist einiges. Lucario, wenn du dich jetzt bitte selber schlägst, dann bin ich richtig froh, ja? Wenn du das für mich machen könntest. Bitte, schlag dich selber. Bitte, 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 bitte. Verdammt. Ja, das wäre so schön gewesen, wenn Vulpix es gewonnen hätte, aber na gut. Es hat nicht sein sollen. Gut, dann... ja, Domme, hau rein. Ich habe gehofft, dass es klappt, aber... na, ich hätte wechseln sollen. Ich sehe es ein. Hätte auswechseln sollen. Gut. Dann haben wir den Kampf so gewonnen. Auch wenn jetzt Sasuke leider keine EP bekommen hat. Aber gut, wir haben auf jeden Fall Hilda besiegt. Das ist schon die Hauptsache. Okay, du hast gewonnen. Das war echt ein starker... eine starke Niederlage. Keine Ahnung. Ich habe eine Menge davon gelernt. Bitte, nimm diesen Arena-Rorden an. Arena-Rorden. Hm? Den Cobble-Badge. Keine Ahnung, wie der heißt. Knöchelorden? Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sollte dir erklären, was dieser Orden bewirkt. Mit ihm kannst du die versteckte Maschine fliegen, außerhalb eines Kampfes benutzen. Oh, und da du nun 4 Orden hast, können Pokémon bis Level 50 dir gehorchen, wenn du sie aus einem Tausch bekommen hast. Oh, und bitte nimm das auch noch mit. Die TM60, das müsste Ableitieb sein. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Genau, Ableitieb, das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Diese Attacke fügt Schaden zu und klaut dir gegnerischen HP. So wie Gigasauger in etwa. Ablativ werden wir aber wahrscheinlich eh nicht nutzen. So, nehmen wir die Abkürzung raus. Ja, es ist die Abkürzung auch, wenn die Animation ziemlich arschlange dauert, aber naja, Abkürzung halt, ne? Wir können natürlich auch einfach durch die ganze Arena latschen, das geht auch. Aber ne, wir machen es so. So. Lucio schon wieder, was willst du jetzt schon wieder? Hey, Ilea, hör zu, ich brauche deine Hilfe. So ein paar Team Galaktik-Idioten haben meinen Pokédex weggenommen und sie wollen ihn nicht wiedergeben. Ich dachte mir, dass ich deine Hilfe in Anspruch nehmen könnte. Ich werde vor den Lagerhallen auf dich warten. Bitte komm. Okay, werden wir machen. Vor den Lagerhallen. Dann müssen wir sowieso hin. Ich meine, wir können jetzt Fliegen nutzen und ich hätte gerne Fliegen, ne? Darum würde ich schon ganz gerne mal einen kleinen Blick in die Lagerhallen werfen. Aber erstmal heilen. Das war jetzt richtig die harte Arena. Weil sie Domme quasi solo gemacht hat. Aber das ist echt ärgerlich, dass Sasuke das nicht geschafft hat, weil Lucario selber geschlagen hat. Sich nicht selber geschlagen hat. Schade. Aber gut, immer aufs Glück hoffen ist auch so eine Sache. Das wird sich bald ändern, hoffe ich mal. So in ein paar Leveln. Das dauert noch. Wie auch immer. Die Lagerhäuser. Wen haben wir vorne? Wir haben. Sasuke, du kommst nach vorne. Los, sofort. So. Du hast zu kämpfen. Ganz einfach. Ob du willst oder nicht.
Ja, komm, das ist... Ja, okay, also das war doch Hauptdialog. Scheiße, egal. Du und ich zusammen mit unserem Pokémon, unser Traumteam wird nicht verlieren. Nicht in der Weise, wie wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten dann zusammen, gar nicht. Wir werden diese Bösewichte nicht damit durchkommen lassen. Ist das jetzt ein Doppelkampf oder ist das ein Einzelkampf? Ein Doppelkampf mit Lucius. Oh ja, das klingt cool. Zubat und Zubat. Ach komm, Saskia, schaffst du ja wohl, oder? Und der hat ein Pipi. Ein Pipi, wie süß. Na gut. Flammenwurf auf Zubat. Na, jetzt ist Saskia am schnellsten da. Das ist ja so ein kleiner Kampf, den kann Saskia gewinnen. Ja, den kann Saskia gewinnen. Das ist schön. Auch wieder ein Erfolgserlebnis für sie. Autsch. Könnte trotzdem wehtun. Ein bisschen, ja. Gravity. Ja, schade, ich habe keine Bodenattacken. Sonst wäre Zubat jetzt schwach dagegen. Naja. Glibunkel. Ich fürchte mal, Glibunkel ist ein bisschen gefährlicher als Zubat, also greife ich das erstmal an. Mal gucken, dass Glibunkel jetzt nicht wieder irgendwas Böses plant. Okay, ich meine, guck in das Gesicht rein. Es plant schon mit einem Flammenauftrupp. Wow. Saskia, du machst doch Schaden. Das ist doch unglaublich. Woher auf einmal? Woher auf einmal? Woher machst du Schaden? Kann ich nicht nachvollziehen. Level 29 für Laura. Okay. Bald kann sie auch kämpfen. Und Windschnitt. Ach, Windschnitt ist schwach. Ja, okay. Gegen Pipi kann sie kritten. Das ist mir egal. Und was machst du bitte nicht? Explosion? Metallklaue. Ach, unnötig. Ich dachte schon, wie Pipi jetzt Explosion gemacht hätte. Boah, ich hätte so geschlagen, ne? Obwohl, nee, dann ist es scheiße. Ich hätte es nicht mehr schlagen können. Okay, kleiner Denkfehler. Tut mir leid. Passiert nicht wieder. Trotzdem, wenn Explosion gemacht hätte, boah, nee. Das wäre es echt gewesen. Gesang bringt ja auch nichts mehr. So, jetzt kommt noch ein... Ach, ein Skunkapu. Stunky! Flammenwurf. Toxin auf Saskia ist nicht nett. Nein. Das macht man nicht, du kleines Drecksvieh. Brenn dafür. Verbrenn an deinen eigenen Gasen. Du kleines, dummes Ding. Überlebt es auch noch? Nee. Warum stirbst du nicht wie die anderen? Das ist voll nicht okay. Und warum machst du jetzt bitte schon Gesang und nicht Duplexieb oder sowas? Ach, hinauszögern, das war wieder toll. Ach ja, schön, schön, schön. Alles ist wunderbar. Die Welt ist bunt. Oder so. Na komm, verreck jetzt wenigstens. Bitte verreck einfach. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Danke sehr. So, jetzt heilen gehen. Muss ich erstmal ins Warenhaus gucken? Ja, guck erstmal ins Lagerhaus rein. Da können wir eh noch nicht viel machen, von daher. Oh, das stinkt doch. Unsere Pokémon sind echt Luschen. Oder so, keine Ahnung. Wir sollten das Neue im Hauptquartier abholen. Ach, wer kümmert sich um solchen Pokédex? Team Galactic wird so alle Pokémon in der Welt besitzen. Nein, auf dem Universum. Da, nimm's, nimm dein Pokédex. Und tschüss. Die Sachen, die wir im Lagerhaus hatten, wurden bereits nach Weideburg geschafft. Also, sagen wir, ihr werdet schon zurückbekommen. Und jetzt laufen wir weg, wie es nun mal halt die Rüppel machen. Tschüss. Ja, ja. Was passiert hier? Warum ist Team Galactic die ganze Zeit hier so präsent? Elea, vielen Dank, wirklich. Ich bin wirklich nutzlos ohne meinen Pokédex. Ich habe ihn um Professor Albe mit seinen Studien zu helfen. Also Elea, was sind jetzt deine Pläne? Ich denke mal, ich werde zur Pokémon Mansion, was auch immer das ist, auf Route 212 gehen. Sie sagen, dass sie dort sehr seltene Pokémon zu den Besuchern zeigen. Das müsste wahrscheinlich dann der Trophäengarten sein, was der meint, oder so? Ja, ich glaube schon. Och, Lebel, was bist du denn? Keine Angst, ich bin angelaufen gekommen. Ich habe gehört, dass Kinder sich mit Team Galactic anlegen. Natürlich hat sich herausgestellt, dass ihr es seid. Es ist ja komisch und schieb aus Jubelstadt. You insult me to my face? How about Ankauf? Was ist das denn für ein Wort? Kenn ich nicht. Wie ungehobelt, einfach mal so. Entschuldigung, wirklich. Ernsthaft.
Ich war bloß aufgeregt, weil mein Pokédex von Team Galactic geklaut wurde. Ich habe nicht nachgedacht, als ich geredet habe. Ich werde nun gehen. Pass auf Team Galactic auf. Tschüss, Lukas, Lucius, keine Ahnung was. Ah, ist doch klar. Oder es macht nichts, keine Ahnung. Viel interessanter ist das kriminelle Verhalten von Team Galactic. Sie stehlen die Besitztümer eines Kindes. Also, bei der Skala ihrer Kriminalität sind sie wirklich sehr minuskül. Was heißt das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Und diese Trivialität in ihrer Aktion, die macht die wirklich noch finsterer, vielleicht. Keine Ahnung. Da steht ja keine Ahnung, gibt's das denn? Das Lagerhaus braucht ein paar Nachforschungen. Komm mit mir und wir werden uns ein bisschen umsehen. Ja, ich wollte eigentlich erst heilen gehen, wollte ich nicht, aber egal. Besser ist der Welt zu folgen. Ein Schlüssel wird benötigt, damit wir weiterkommen können. Ja, aktuell können wir die weiter nicht weiter verfolgen. Oh, da liegt ja was. Ah, diese versteckte Maschine. Sie beinhaltet die Attacke Fliegen. Ilea, du solltest das vielleicht mitnehmen. Ich will nicht, dass dieses Item hier weiter rumliegt, damit es noch von Team Galactic verwendet wird. Also haben wir jetzt leider nicht viel daraus gelernt. Na, macht nichts. Was mich beschäftigt ist, was ich in der Spielhalle gehört habe. Dass Team Galactic etwas nach Weideburg geschafft hat. Was haben sie vor? Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, ich auch. Wir werden erstmal jetzt Fliegen mitnehmen. Damit wir mal was Anständiges hier haben. Das bringen wir auch gleich erstmal wem bei. Bitte, Wablu, kann das wenigstens lernen. Bitte. Du konntest ja schon hier auflockern nicht lernen. Schon schlimm genug, ey. Bitte lern Fliegen. Ja, das geht wenigstens. Oh, sei es ja gewesen, wenn das nicht Fliegen lernen könnte, ne? Ganz ehrlich. Okay, wir machen Erstauner weg. Brauche eh keiner. Ich habe auch schon Erstauner. Keiner, also wirklich. Echt nicht. Muss echt nicht sein. So, und jetzt gehen wir heilen. Und dann müssen wir uns in Richtung Weideburg aufmachen, so wie ich das sehe, weil die Stadt nochmal ist fertig. Oh, wir können noch einkaufen, fällt mir gerade so auf, stimmt. Das machen wir dann, bevor wir aufbrechen. Ein wenig einkaufen. Und das heißt, wir werden dann demnächst wieder neue Trainer haben, mit neuen Pokémon und ganz viel lustigen Fails. Weil wir immer total schwach sind. Ah! 37 war es, Lucario. Alter! Ich geh kaputt, ey. Was kommt denn da noch alles? Ich hab echt keinen blassen Schimmer, ne? Echt nicht. Keine Ahnung, was da noch kommen soll. Ach komm, wir machen einfach noch diesen Part. Wir gucken einfach mal rein ins Kaufhaus. Weil 18 Minuten ist noch zu früh, um aufzuhören. Also, nee, muss schon 20 Minuten haben. Wollen wir es haben? Klar. Eine Shellers-Maske, okay. Danke sehr. Ja, okay. Ich weiß, ich will nicht, dass ein Pokémon bei mir wie ein Shellers aussieht, aber na gut. So, wir verkaufen erstmal ein paar Sachen. Aber das kriege ich in dem Part noch hin. Was haben wir denn so zum Verkaufen? Die große Perle, die kann man verkaufen. Den Sternenstaub. Den Pilz hier, den kleinen. Und den Riesenpilz können wir auch verkaufen. Die Steine kann man sich auch verkaufen, aber egal. Nugget können wir verkaufen. Und das Sternstück können wir auch verkaufen, so. Hier was zum Verkaufen. Energiepuder braucht keine Sau, komm weg damit. Eisheiler braucht keiner. Kumumilch, ich muss mal ein paar Items sortieren hier ein bisschen. Und ein paar nutzen auch, ja. Könnte man machen, können wir hier eigentlich nicht mal da kaufen, ich weiß es nicht. Wenn ja, dann verkaufe ich andere Sachen auch. Pokebälle baue ich aktuell nicht mehr. Die können wir alle verkaufen. Weil das Team ist ja voll und bis was Legendäres fangen, dauert es noch ein bisschen. TMs verkaufe ich nicht, Bären auch nicht. Die Kampf-Items können wir alle verkaufen, die nutze ich ja auch nicht. Da sammelt sich immer von jedem was an, ey. Mein Gott. Grausam. Egal, es bringt ein bisschen Geld rein. Von daher, alles okay. So, und im nächsten Part werden wir dann ein bisschen einkaufen und Items sortieren und bla und tschüss. Wir werden also eine kleine Kauftour machen. Von daher, in dem Sinne, bis zum nächsten Part bei PPP. Bis dann.